Wer mir schon eine Weile auf Instagram oder Facebook folgt, kann sich vielleicht daran erinnern, dass ich Anfang Jahr immer wieder so Videos oder Bilder gepostet habe. Free Fly Systems hat jede Woche eine Challenge gemacht, 12 Wochen lang, damit man ihr neues Gadget, einen Movi, gewinnen könnte. Movi ist ein Cinema Robot. Das Teil ist gerade erst rausgekommen und natürlich wollte ich es gewinnen. Ich habe bestimmt 5-mal an diesem Contest mitgemacht, aber ich habe nicht gewonnen. Dann sagte meine Frau zu mir, ich finde, du hast das Teil jetzt verdient und ich habe es dir bestellt. Meine Frau ist großartig. Und seht, was ich heute bekommen habe. Ich freue mich. Meine Frau hat den Movi direkt bei Free Fly Systems bestellt. Endlich ist das Ding rausgekommen und endlich hat mein Gerät es in die Schweiz geschafft. Ich brauche ein Messer. Oh. Oh, Free Fly Systems. Momentan nur fürs iPhone. Danke Free Fly Systems. Die Box, in der sich der Movi befindet, die sollte man auch zum Reisen und so gut gebrauchen können. Die meisten Gimbals für Smartphones sehen in etwa so aus, von unten her gehalten. Und so wird dann gefilmt. Ich habe leider noch nie ein solches getestet, deshalb kann ich es nicht vergleichen, aber ich kann euch zeigen, was ich dabei rausfinde. Das hier sieht ein bisschen anders aus. Gehalten wird es von der Seite her. Das Ganze fühlt sich sehr robust an. Wir haben hier die verschiedenen Knöpfe. Das Gewinde, um das Gimbal auf ein Stativ zu montieren. Es steht hier auch auf dem Tisch. Man kann es einfach hinstellen. Und dann gehört natürlich die Software dazu, das App, dass das ganze Gimbal dann auch steuert. Das Ladekabel via USB. Ich wechsle jetzt mal auf die iPad-Kamera. Gut, ich hoffe, der Ton vom iPad ist in Ordnung. Und jetzt kommt mein iPhone SE hier rein. Und wenn man das hier so nach vorne bewegt, aus der Halterung raus, sollte das Ding dann angehen. Genau. Ich habe das noch nie getestet. Ich habe nur ganz viele Tests gesehen. Da passiert schon einiges. Aber versuchen wir es doch mal mit dem iPhone. Fürs iPhone gibt es eine App, die heißt Movi. Und die starte ich jetzt mal auf. So geht die Halterung auf. Und ich kann das iPhone ganz einfach einspannen. Und dann müssten wir irgendwie die Balance hier finden. Vielleicht müsste ich Bluetooth noch einschalten. Verbinden. Ich müsste eigentlich noch eine Kamera auf dieser Seite haben. Also wir haben hier die App. Ich kann hier auswählen, Main Settings. Das ist mein Movi. Und wir sind verbunden. Ihr seht hier gerade noch mein tolles Setup. Ich gehe mal wieder auf die andere Seite. Okay, die Updates sind gemacht und das Teil läuft. Jetzt bin ich im Majestic Mode, wo Movi hilft, dass Bewegungen schön smooth gemacht werden in 3 verschiedenen Stufen. Dann gibt es den Echo-Modus, wo man Punkt A und Punkt B bestimmt und dann macht die Kamera ein Movement von selbst. Es gibt die Movi-Labs, wie eine Timelapse, in der Movi hilft, das Objekt zu behalten und schöne Bewegungen zu machen. Die normale Timelapse, dann Orbit, wo man um ein Objekt sich rumbewegen kann und Movi hilft, dass das immer schön im Bild bleibt. Das ist jetzt nicht eingeschaltet. Die Barrel Roll, wo man die Kamera so drehen kann. Eine Rolle halt. Und Smart Pod, das quasi als Stativ dient. All solche Sachen kann dieser Movi Cinema Robot. Und am besten gehe ich es jetzt einfach ausprobieren und zeige euch,
was ich damit filmen kann. Ich gehe nach draußen. Jetzt wollen wir mal sehen, was Mobi so kann an meinem ersten Tag, meinem ersten Versuch mit der ersten Akkuladung. Was kann Mobi? Das hier. Macht hier drüben gerade noch eine Timelapse. Das sind die Bilder, die entstanden sind beim ersten Ausprobieren und ich weiß, was ich noch zu lernen habe, zu üben habe. Kleine Probleme hatte ich und zwar ist am Gimbal gibt es einige Knöpfe, die cool sind und die Funktionen habe ich langsam begriffen, wofür die alle sind, aber es kommt auch vor, dass ich bei den ganzen Bewegungen auf einen Knopf drücke, auf den ich gar nicht drücken will. Und ich habe das Gimbal mehrmals ausgeschaltet, mehrmals irgendetwas verstellt. Aber eigentlich ist ja da genug Platz. Also man kann gut seine Hand am Griff platzieren und dann unten nochmal platzieren. Aber dazwischen ist halt der Startknopf. Das war mein erster Blick auf den Mobi Cinema Robot von FreeFly Systems. Und wie gesagt, ich kann es nicht vergleichen mit anderen Geräten. Ich habe noch nie mit einem Gimbal gearbeitet und deshalb kann ich nicht sagen, ist es besser als ein anderes. Das war einfach das, was mich am meisten fasziniert hat und meine Frau hat es mir geschenkt. Ich bin auf jeden Fall begeistert davon. Ich freue mich darauf, das Ganze noch mehr zu entdecken, mehr rauszufinden und bin auch gerne offen, zusammen auszutauschen, wenn du auch ein Mobi hast oder ein ähnliches Gimbal und wir einander Tipps geben können, wie wir noch bessere Bilder filmen können. Mit meinem Mobi bin ich natürlich jetzt umso motivierter, Videos damit zu machen, coolen Inhalt zu produzieren. In ein paar Wochen gibt es vielleicht dann auch eine Review über meine erste Zeit mit dem Mobi und was ich so alles rausgefunden habe, vielleicht auch Schwachstellen, falls er welche hat. Wenn du meine Videos magst, dann klicke doch den Abonnieren-Knopf. Du kannst dieses Video liken, das freut mich auch immer sehr. Und wenn jemand einen Gimbal sucht, dann kannst du ihm ja meinen Link teilen. Vielleicht hilft es ihm irgendwas. Danke fürs Zuschauen und tschüss.